Und damit hallo, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Jetzt war's zum Sonntag. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück. Jo, die letzte Folge lief ja eigentlich ganz gut. Dann nochmal vielen herzlichen Dank an allen fleißigen Kommentare von den ganzen Personen, die ich da draußen bekommen habe. Schöne Grüße gehen raus. Ich habe mir auch wieder schon Zettelchen geschrieben, damit ich nichts vergese. Und da habe ich auf den ersten Punkt sogar stehen. Danke für die Kommentare. Ach ja, dann habe ich als nächstes neues Projekt am 5.4., also roundabout in 2 Wochen, glaube ich, der Mittwoch war das. Meine ich, da hatte ich ziemlich entschieden, weil ich wollte jetzt ja aufnehmen, ne, für Horrorprojekte. Das wird auch ein Horrorprojekt sein, also ich werde irgendein Spiel wieder spielen, Let's Play. Und das wird ein Horror. Und die erste Folge soll erscheinen am 5.4., roundabout am Abend, so um 19, 20 Uhr, vielleicht auch um 18 Uhr, mal gucken. Und so um den Dreh raus, damit ihr schon mal ein bisschen auf dem Schirm habt, falls ihr es sehen wollt oder auch nicht. So, denn der gute Wochenrückblick. Ja, Montag war ganz lässig und entspannt. Typischer Montag halt, man ist immer müde und fertig noch vom Wochenende, kommt drauf an, was man gemacht hat. Ja, und mein Montag war relativ entspannt, ich war noch ein bisschen groggy, aber sonst ging ganz gut fit. Ja, der Dienstag, der war spontan, habe ich tatsächlich noch frei bekommen, da ich mich um meine kranke Freundin kümmern musste, die war ein bisschen downy, ganz schön doll. Aber ihr geht's wieder ganz prima, das ist Subi, hihi. Und ja, das war im Prinzip mein ganzer Dienstag, habe ich mich um sie gekümmert und ein bisschen Haushalt geschmissen und so ein Kram. Ja, wie das halt so ist, ne? Jo, denn am Mittwoch, da habe ich, ja, war halt ein typischer Mittwoch halt, ne? Bergfest, wie man es halt kennt aus dem Handwerk. Bergfest. Ne, ist Mittwoch, meine Kerle. Ich habe einen Kollegen, der macht immer so auf Instagram so Posts, jeden Mittwoch mit diesem, falls ihr den Meme nicht kennt, mit diesem Froschwurmerschämen. Es ist Mittwoch, meine Kerle, und gibt es immer verschiedene Arten von Weisen, also immer am Posten, immer am Mittwoch. Mega fand ich eigentlich. Ja, typischer Mittwoch halt, da gab es eigentlich nicht so viel zu erzählen, war halt Mitte der Woche, ne? Ja, aber mehr zu erzählen habe ich, glaube ich, eher am Donnerstag, weil da war ich den ganzen Tag mehr oder weniger in der Werkstatt, musste aber zum Ende hin nochmal, oder war es Mittwoch? Oh, hab ich das jetzt vertauscht? War es jetzt Mittwoch oder Donnerstag? Eine Ewigkeit später. Könnte auch der Mittwoch gewesen sein. Ich glaube, das war sogar der Mittwoch. Weil, ja doch, das muss der Mittwoch gewesen sein. Mittwoch musste ich nämlich nochmal nach, kam ich gerade so in die Firma, so roundabout 17 Uhr, und dann musste ich nochmal schnell los wegen Notdienst. Weil ein Kunde Probleme mit seinen TK-Anlage hatte. TK steht für Tiefkühlung. Und da habe ich dann mal schnell rumgefahren, hab mal geguckt, was das Problemchen ist. Und ja, hab das dann irgendwie mehr oder weniger gefixt. Warum mehr oder weniger? Weil ein Kollege jetzt irgendwie nochmal hin musste. Ich könnte jetzt zwar ein bisschen in den technischen Details reingehen, aber ich glaube, davon haben die meisten sowieso keinerlei Ideen oder Vorstellungen, wie man sich das vorstellen könnte, deswegen lasse ich es lieber. Aber falls es euch interessiert, schreibt es mal gerne in die Kommentare, dann kann ich an nächstes Woche gerne mal ein bisschen was dazu erzählen, wenn euch ein bisschen was über meine Berufe interessiert hat. Ja, dann habe ich, der Donnerstag, da war ich den ganzen Tag mehr in der Werkstatt, da habe ich dann Sachen vorbereitet für, Faden verloren. Wo ist das Wort, was ich suche? Es liegt mir auf der Zunge. Ich hab's vergasen. Das ist blöd. Auf jeden Fall habe ich Sachen gepackt für eine Baustelle, wo halt alles per Fähre rübergefrachtet werden muss und so weiter und so fort. Auf Helgoland, by the way. Wem es interessiert. Hehe, da sind wir ab und zu mal öfter gern. Ganz schön cool und witzig da, aber auch ganz schön anstrengend. Sozusagen. Vor allem in der Winterzeit ist immer sehr kalt, weil kalter Wind und dann noch Kälte an sich, das ist schon echt mies. Aber macht immer wieder Bock, da wieder zu arbeiten, war ich auch schon keine Weile nicht mehr da. Aber mal gucken, vielleicht schaffe ich das dieses Jahr nochmal hin, wer weiß. Das ist alles, kann sich entscheiden, wie es so alt ist. Naja, dann habe ich den guten Freitag. Freitag hatte ich gut zu tun gehabt, da hatte ich Service
ursprünglich wollte ich Wartung machen, aber ich hatte direkt einen Anruf bekommen, dass ich Service machen soll. Da habe ich mich ja auch ein bisschen ungünstig verbrannt, nämlich da, weil ich glaube, man kann sehen, da. Also, tut nicht weh, man kann es anfassen, sieht nur komisch aus, weil halt, ja. Wie das passiert ist, ganz einfach, ich musste löten. Blöderweise kam aber, also auf dem Dach, und dann kam direkt von hinten der Wind so rein und ich habe genau da gelötet oder wollte ich löten und man kam da sowieso alles ein bisschen bescheiden ran. Also war ich dann am Anmachen, wo habe ich gerade angesetzt, und dann, Kupfer muss auch erstmal warm werden etc. pp. Und auf einmal wieder pff, aus und ich denke mir so, hör auf damit! Naja, was habe ich gemacht? Ich habe meine Winterjacke genommen, rübergeschmissen, über mich rüber so ein kleines Mini-Zelt gebaut, dass ich da drin so hocken konnte und dann habe ich das da schnell zusammengelötet und... wir haben so eine Kupferstange, die sind ungefähr 30 cm, glaube ich, lang. Und da ich gerade keine Hand frei hatte oder dieses Lot auch nicht irgendwo besonders hinpacken konnte, habe ich es mir halt im Mund gesteckt, ging aber auch fit. Dann war ich halt so zu Gange und auf einmal fällt die Jacke halt runter oder ist halt unten runtergerutscht auf die Lotstange, die vorne natürlich ein bisschen heiß ist. Die ist dann darauf gedroppt und dann einmal so, hat kurz gebrannt, aber alles gut. Passiert ja, das gehört dazu. Ja, wie gesagt, tut ja auch nicht weh, sieht nur komisch aus. Ja, dann habe ich das da fertig gemacht. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich wollte. Aber das Problem war halt die blöde Lötung. Die war ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen bescheiden ranzukommen alles. Und dann sollte ja auch alles dicht sein. Grüßerchen. Ah, nom nom. Der gute Kaffee am Morgen. Ja, was habe ich denn noch zu erzählen? Genau, meine Katze May, die reißt mir momentan ja alles kreuz und quer runter. Ihr seht, ich weiß nicht, sieht man dieses Bummelding da unten? Muss ich da mal rein? Also direkt über meinen Coffee ist hier so ein Spielzeug. Dann siehst du da so an so eine Faden. Hier sieht man es bestimmt nicht mehr, weil das zu hell ist. Und da oben ist halt so eine Sache, die ich da hingebaut habe. Und da hinten in der Wand ist halt so eine... Ja, so ein Haken im Endeffekt. Und die springt halt jedes Mal an meinen wunderbaren Schallschutz. Das ist so schlecht, aber es funktioniert mehr oder weniger. Und sie ist halt daran gesprungen, hat mir alles runtergerissen, schon zum 4. oder 5. Mal jetzt, ey. Und es kotzt mich jedes Mal an. Jetzt habe ich da oben sogar ein klitzekleines Löchlein in der Wand. Ja, das darf ich jetzt demnächst erstmal wieder dicht spachteln. Yay. Ah, oh Mann, ich freue mich auch schon, wenn ich irgendwann mal hier aussehen soll. Dann muss ich sowieso ganz schön viel streichen. Aber auch meine Schulden. Weil ich ein bisschen vom Sport immer mit meinen schwitzigen Händen meinte, mich an der Wand abzustützen. Und ja, das ist dumm. Naja, so viel dazu. Was wollt Beat Defender von mir? Hör auf, mir Werbung reinzuklatschen. Ich muss gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Denn around about 10 Minuten sollen jetzt wohl zum Sonntag gehen. Ja, dann habe ich noch zu erzählen, außer dass meine Katze permanent am Chaos am Stiften ist, die blöde Kuh. Hat man sie dennoch lieb, auch wenn sie ab und zu ganz schön nervt. Hey. Ja, dann habe ich als auf den letzten Punkt, guck mal, kommen wir sogar schon gut zum letzten Punkt, nämlich der Streamplan. Ich habe ja gesagt, also letzte Woche habe ich es ja schon angekündigt, dass ich Montag und Mittwoch streamen möchte. Und je nach Wochenendplanung Donnerstag oder Freitag. Das heißt wieder Donnerstag, wenn ich am Wochenende was machen möchte, ne, unterwegs mit Kollegen und Freunden, ein bisschen Saufi und so. streame ich halt Donnerstag und wenn dann halt ich nichts vorhab und bin halt zu Hause und kann einen auf Chilling machen. Denn freitags, weil Freitag kann ich dann immer sagen Open End. Das heißt, es kann dann auch mal gerne bis morgens um 3, 4, 5, 6 Uhr oder auch vielleicht die ganze Nacht durchgehen, wie das halt immer so ist. Eine Runde noch und schwuppdiwupp ist es früh. Wie man es halt so kennt, vor allem damals aus der Kindheit. Ich weiß auch, also ich war krasser Nerd as hell. Ich habe meine Kindheit, wenn man eine Schule hatte, in Sommerferien habe ich, glaube ich, permanent durchgesucht. Immer schon mit Kollegen zusammen gezockt, irgendwelche Games, und dann haben wir von morgens bis abends immer durchgezockt. Und aber auch geil, er kam ab und zu mit dem Rechner zu mir und dann haben wir so eine kleine LAN-Party zu zweit gemacht. Oder mein Cousin, der ein bisschen älter war, der kam dann auch mal so vorbei und dann waren wir schwuppdiwupp 4, 5, 6 Leute. Und das war mal richtig, relativ geil. Wenn man so eine kleine Oldschool-LAN-Party hat und dann konnte man halt richtig geil Warcraft 3 oder was haben wir noch gezockt hier, Counter-Strike 1.6 oder Counter-Strike Source und all so einen Schnickschnack haben und dann mit Tournament auch, by the way.
Age of Empires und also die guten alten Spiele, die immer noch geil sind, muss ich sagen. Kratz, kratz, kratz. Ja, meine Hand ist schon wieder total. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber ich habe hier überall so kleine Bissspuren und Kratzerchen, auch auf der rechten Hand, aber die linke ist ein bisschen schlimmer. Weil ich spiele viel zu oft mit meiner Katze Tobe und sie weiß, dass sie mich beißen kann in einer bestimmten Art und Weise und mich das nicht stört. Aber meine Hand. Ja, genau, denn wie gesagt, wollte ich noch erwähnen, Streaming, Montag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Und dann brauche ich halt die Restzeit, um halt Aufnahmen zu machen, Karten, die Spots zum Sonntag zu machen. Das ist ja immer wieder, eigentlich wollte ich es gestern aufnehmen, Freitag, heute ist es wieder Samstag, es ist gerade 15 Uhr, viel zu spät, weil ich werde wieder hier locker 5, 6, 8 Stunden dran sitzen und was zu cutten. Aber so ist das nun mal. Eigentlich wollte ich früher machen, aber ich war heute so ein bisschen im Es. Also hab mich schon lange gepennt und kam auch nicht aus dem Puschen. Aber die Dusche hat tatsächlich ganz schön gut geholfen. Jetzt fühle ich mich einigermaßen wieder fit. War halt ein bisschen groggy. Hey. Ja, und genau zum Streamingplan. Montag, Mittwoch, Donnerstag sage ich jetzt erstmal so roundabout immer 19, 20 Uhr. Weil das ist immer so die Zeit, wo ich dann meistens bin ich um 18 Uhr zu Hause. Will dann noch was essen, duschen etc. pp. Noch ein bisschen was machen. Hier im Haushalt und ja, dann geht es dann meistens 19, 20 Uhr los. Wenn ihr nichts verpassen wollt, diesbezüglich, ich poste das immer auf unserem Instagram-Account. Ich kann es ja mal hier irgendwo reinblenden. Hihi. Ja, und denn wenn wir auch gerade dabei sind, kann ich auch nochmal kurz Schleichwerbung machen für unseren Twitch-Account, nämlich da. Hihi. Falls ihr euch mal gefragt habt, wo ich eigentlich streame oder auch bald wieder hoffentlich die Jungs. Ich wollte mich mal bald mit den anderen Jungs zusammensetzen und auch mit den kooperativen Stuff aufnehmen. Und deutsche Sprache, schwere Sprache. Und mal gucken, wie es wird. Ja, ich bin auch eigentlich soweit ganz gut fertig jetzt mit meinen Ritual zum Sonntag. Ich habe auch schon wieder die gute 12 Minuten geknackt. Top. Und ich werde mich jetzt gleich schön nochmal 5 bis 8 Stunden daran setzen, um zu cutten. Yeah, mal gucken, was für Blödsinn wieder rauskommt, weil viele von euch fanden ja letzte Woche dieses sehr interessant, wie ich immer wieder einatme und dann jedes Mal dieses durch die Zähne und mit der Zunge so wie eine Snake. So. Naja, so ist das nun mal. Ja, mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen ganz entspannten, wenn ihr euch das Video natürlich auf den Sonntag anguckt, andere gucken sich das ja meistens ein paar Tage später an, so Montag, Dienstag alle spätestens, kriege ich immer so auf meiner wunderbaren App von YouTube mit, kann man immer so ein bisschen reinglotzen, sehr interesting. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz entspannten Sonntag, Rest, Tag, Abend, falls ihr das Video am Abend schauen solltet, genießt die ruhige Zeit noch, denn morgen müssen wir alle wieder ran arbeiten. Ja, von nix kommt nix, ne? Tada! Naja, bis dahin, euer Knüllzo vom Quantum Game Night Zoo. Wünscht euch noch ein ganz entspanntes Restwochenende. Bis dahin und bis nächste Woche. Ciao.